Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play The Witcher. In der letzten Folge ist es uns endlich gelungen, die Schuldigen zu entlarven und die schreckliche Bestie aufzuhalten. Wir haben jetzt eine ungefähre Vorstellung davon, wo sich die Salamandra verstecken könnten und wir kennen den Namen ihres Anführers, Asa Yavet. Jetzt ist es an der Zeit, Shani einzusammeln und von diesem verfluchten Ort hier zu verschwinden. Hier gibt es nichts mehr, das uns noch hält. Gar nichts. Außer einem Ghoul, der es nicht besser weiß. Ich vergebe ihm, er weiß ja nicht, was er tut. Okay, das sieht auch relativ interessant aus. So. Und jetzt da lang. Und 8-Ball spielt Counter-Strike. Für diejenigen von euch, die das noch nicht durchschaut haben, 8-Ball ist der Chris. Mit dem ich mich auch unbedingt mal wieder für ein Let's Play zusammentun muss. Irgendwas, wir müssen mal wieder irgendwas zusammen machen, auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht genau was, aber da finden wir schon was. Geralt, geht es euch gut? Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Ich bin in Ordnung. Ich erzähle euch alles auf dem Weg nach Vizima. Hier bin ich fertig. Ich ebenso. Ich hoffe, ich kehre niemals zurück. So viele schlechte Menschen. Das sind wahrlich keine angenehmen Zeiten, Geralt. Die Pest, drohende Kriege. Dennoch bin ich verblüfft. Wisst ihr, wie die Bestie entstanden ist? Nein. Sie selbst schufen sie unwissentlich durch ihre Missetaten. Kein noch so mächtiger Zauberer hätte das vermocht. Alles, was sie dafür brauchten, war Hass, Niedertracht und Gier. Klingt wie ein Märchen. In jedem Märchen steckt ein Körnchen Wahrheit. Lasst uns gehen. Vizima wartet. So, dann verschwinden wir wieder von hier. Wir sollten mit Mikul sprechen, der bewachte das Müllertor. Damit natürlich auch den Weg in die Stadt von Vizima. Ich finde das immer noch so geil. Ich finde dieses Spiel so super genial einfach. Es macht mir so unglaublichen Spaß, es zu spielen. Und wisst ihr, was ich gerade wieder gedacht habe? Wie sehr ich mich jetzt schon darauf freue, dann The Witcher 2 und The Witcher 3 hier zu spielen, weil die beiden Spiele, die kenne ich ja noch gar nicht. Das ist dann tatsächlich ein blinder Playthrough für mich. Das wird, glaube ich, noch mal viel cooler. Wobei es auch immer Vorteile hat, wenn man das betreffende Spiel kennt, weil dann kann man definitiv gezielt alles zeigen, was es so gibt. Wie ich es ja jetzt hier mit The Witcher auch wieder mache. Oder zumindest kann man viel zeigen. Alle tot. Sie sind alle tot. Jeder einzelne von ihnen ist tot. Es ist keiner mehr über. Die Bestie hat in ihrem letzten Aufbäumen noch mal ganze Arbeit geleistet. Krass. Das ist echt krass. Wirklich einfach gar keiner mehr da ist hier. Gut, aber wie Geralt schon sagte, Vizima wartet. Machen wir uns auf den Weg. Hi. Hi. Shani.
wie sieh mal, liegt hinter diesem Tor. Hierher kehren wir hoffentlich niemals zurück. Das hoffe ich auch. Die Bestie ist tot. Die Salamandra sind tot. Und die Bauern auch. Ich habe einen Pass. Mikul sollte uns einlassen. Gehen wir. Geralt. Aha. Ja. Na, Mikul. Mikul, ich muss in die Stadt. Ich habe einen Pass. Ich wollte noch sagen, ich entschuldige mich, Hexer. Entschuldigt euch bei Ilsa, Mikul. Feldwebel, der Hexer ist hier, der, von dem ich euch erzählt habe. Hallo? Wen haben wir denn hier, Mikul? Ist das der Mann, den wir suchen? Jawohl, Feldwebel, das ist die dreckige Missgeburt der Hexer. Ein Gotteslästerer und Betrüger, habe ich recht? Ja, er fragte, wer in die Stadt darf. Und dann kam er mit diesem Freibrief des Ordens daher. Wenn der ein Ritter des Ordens ist, dann bin ich Prinzessin Adda. Hurensohn. Tja, auch eine Möglichkeit, ins Innere der Stadt zu gelangen, würde ich einfach mal spontan behaupten. Kapitel 2. Hey, lasst mich hier raus, ich bin unschuldig. Diese 5 Pfund Fistech waren für den persönlichen Gebrauch. Hey, Wärter, verlegt mich wenigstens. Ich will nicht bei den Politischen sein. Politik weicht einem das Hirn auf. Ich bin ein anständiger Dieb. Lasst mich raus! Schnauze! Ich bin beschäftigt! Still, Jethro! Wollt ihr mich umbringen? Dieser Dieb nervt mich! Dieb, genau! Und ich bin hier bei den Politischen. Skandalös! Hey, Schnauze! Hört auf zu kreischen! Oder ich poliere euch beim Leben meiner Mutter die Fresse! Absolut großartig. Was habt ihr denn für ein Problem, Weißling? Wollt ihr den Visima tanzen? Na kommt schon, nehmt die Fäuste hoch! Jethro, öffnet die Zelle. Angst? Weich wie Butter? Kommt schon, Weißling, zeigt, was ihr drauf habt. Zurück. Was zum... Wollt ihr kämpfen oder nicht? Professor, Bewegung. Ihr seid frei. Welch eine Ironie. Erneut kreuzen sich unsere Wege. So nah und doch so fern. Keine Angst, Hexer. Wir sehen uns wieder. Das versichere ich euch. Ihr macht einen Fehler. Dieser Mann ist ein Mörder. Ihr begreift die Grundregeln nicht, nach denen diese Welt funktioniert. Ihr seid ein genetisch veränderter Mörder, der in der modernen Gesellschaft keinen Platz hat. Aber um dieses Problem kümmern wir uns nächstes Mal. Lebt wohl. Ich kann's kaum erwarten. Tja. Da wären wir also. Unser Inventar ist geplündert. Unser Geld ist weg. Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich verarschen? Unser Geld ist weg. Und wir sitzen im Knast. Morgen ist mein großer Tag. Warum seid ihr hier, Elf? Ich genieße die letzten Stunden meines Lebens. Jedenfalls versuche ich es. Morgen werde ich hängen. Ich habe eine Bitte. Ich habe Spiele schon immer gemocht. Und Jethro hat mir meine Würfel gelassen. Wenn ihr keine habt, leihe ich euch meine. Ah, na gut, mit vollem Einsatz. Was haben wir zu verlieren? Spielen wir einfach ein bisschen. Ich glaube, gewinnen oder verlieren ist hier bei diesem Spiel
gerade tatsächlich scheißegal und der Einsatz ist ja auch eher gering. Gut, er hat die erste Runde gewonnen. Wollen wir gar nicht weiter drüber reden. Definitiv. Die Frage ist nur, was macht er mit dem Geld, was er hier gerade noch so gewinnt? Wow. Ladies and Gentlemen, ich habe da gerade einen Vierling gewürfelt. Sehr geil. Ja, und spätestens hier hat man halt storytechnisch dann auch seine Einführung ins Würfelpoker. Wenn man es denn nicht vorher zusammen mit Soltan schon gemacht hat. Denn das Spiel muss uns ja seine Minispielchen vorstellen, ne? Die können wir nicht einfach ignorieren. Kriege ich mein Geld eigentlich wieder, das restliche? Ich finde das ein bisschen fies. Das ist ja bestenfalls noch die Hälfte. Vielleicht sogar ein bisschen weniger. Hört zu, ihr Maden. Der König in seiner unendlichen Gnade gewährt jedem eine Amnestie, der die Gorgo in den Kloaken bezwingt. Wie bitte? Wie wär's mit dem halben Königreich und der Hand der Prinzessin? Sehr witzig, Hexer. Ich warne euch. Politische Witze bringen schnell Ärger. Ich werde das Ungeheuer töten. Zu spät. Es gibt einen anderen Freiwilligen. Ich bin der bessere Kandidat. Der komische Typ da in der Ecke behauptet, dass er sie mit bloßen Händen besiegen kann. Welcher Typ? Juhu! Dieser Fettwanst? Ihr macht Witze. Hexe, bei mir hier unten haben alle die gleichen Rechte. Sogar die dümmsten. Ihr wollt Freiheit? Dann kämpft darum. Der Sieger darf es mit der Gorgo aufnehmen. Ein Kinderspiel. Ich muss weg hier. Erster Schritt, den Schurken fertig machen. Der hat doch nicht den Hauch einer Chance gegen die Gorgo. Dritte Monat im Bau. Allmählich gewöhne ich mich daran. Wer da wohl gesungen hat? Eine Gorgo ist übrigens... Ich bin geboren, aber daran ist die Gesellschaft schon die Pampe gekostet, die hier Essen... Sowas ähnliches wie ein Vivan. Ich besiege euch, dann erschlage ich diese Echse und bin frei. Also gehen etwas an. Giftiges, ne? So, und hier haben wir dann auch die definitive Einführung... in den Faustkampf. Es ist also, um aus dem Gefängnis rauszukommen, notwendig, sowohl Würfelpoker als auch Faustkampf gemacht zu haben, damit man die Minispiele wenigstens einmal erlebt hat, weil alles, was wir da in der Hinsicht bisher gemacht haben, war ja optional. Sowohl beim Würfelpoker als auch beim Faustkampf. Diesmal war es das allerdings nicht. Hundsfort! Ohne eure Zauber hättet ihr mich nie bezwungen. Ich habe euch das Leben gerettet. Mit der Gorgo ist nicht zu spaßen. Nächstes Mal bezieht ihr die Prügel. So, Vincent. Herzlichen Glückwunsch. Ihr habt euch das Recht erkämpft, die Bestie zu töten. Ich bin fast stolz auf mich. Wollt ihr jetzt die Bestie töten oder nur hier herumstehen? Ich brauche eine Waffe. Wie es der Zufall will, haben wir kürzlich ein Hexerschwert beschlagnahmt. Ach so? Wo? Das geht euch nichts an. Yesro! Ja, mit dem Silberschwert. Das Schwert, das wir bei Thala gefunden haben? Halt den Rand, Idiot. Ja, genau das Schwert. Kann ich es haben? Holt es bei Yesro. Der Rest der Ausrüstung bleibt bis zu eurer Rückkehr in Verwahrung, wenn ihr überlebt. Gut. Noch etwas. Für den Kopf des Ungeheuers bezahle ich extra, wenn er unbeschädigt ist. Ich gebe mein Bestes. So, da sind wir nämlich jetzt auch gleich in der nächsten, ich sag mal, optionalen Nebenquest drinne, mit der uns das Spiel jetzt hier vertraut macht, nämlich mit der Trophäenjagd. Dabei haben wir ja in Kapitel 1,
haben wir ja Nadir und Osrel schon erledigt und tatsächlich schon zwei Trophäen errungen. Die Gorgo in der Kanalisation von Visima ist tatsächlich Trophäe 3 und die einzige Trophäe, die man im Rahmen der Story tatsächlich auf jeden Fall machen muss und die einen damit so ein bisschen mit der Nase drauf stößt, dass es da wohl eine Questreihe gibt, wenn man sie bis jetzt nicht entdeckt hat. So, Jethro, das Schwert bitte. Das Schwert? Wo war es doch gleich? Beeilt euch. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Ja, wir haben auch einen Trank konfisziert. Wenn ihr die Aufgabe erledigt habt, könnt ihr eure Habseligkeiten hinter den Gitterstäben abholen. Ich werde danach fragen. Dann hole ich den Professor. Blödsinn. Der Professor macht nur die Drecksarbeit. Wenn ihr was bewirken wollt, müsst ihr gegen seinen Boss vorgehen. Ich bezweifle allerdings, dass es euch gelingt. Er ist ein wichtiger Mann. Er hat Bewegungen. Ihr meint Beziehungen. Ich suche ihn. Vorher müsst ihr eure Begegnung mit der Gorgo überstehen. Passt auf meine Sachen auf. Ich bin bald wieder hier und möchte alles wiederhaben. Und damit haben wir jetzt endlich ein Silberschwert. Blöderweise haben wir jetzt natürlich unser Stahlschwert nicht mehr. Ist jetzt die Frage, was der Wechsel wert, aber Gott sei Dank ist das tatsächlich nur für einen Dungeon. Wenn wir hier die Kanalisation abgeschlossen und die Gorgo erledigt haben, dann können wir unsere Ausrüstung ja im Verlies wieder abholen. Hallo. Störe ich gerade? Oh, wer ist das denn da? Da steht einer. Habt ihr ihn gesehen? Alles weg. Alles ist weg, Leute. So, und hier in diesen Kanälen sind wir tatsächlich auch schon mal gewesen. Als wir das Geld für Reißer zusammengesucht haben. Das ist nämlich, sind nämlich ganz genau die gleichen Kanäle. Nur das Gegnerklientel hat sich etwas geändert. Guten Tag. Oh, ihr seid ein Hexer? Oh, ja. Weißes Haar, vertikale Pupillen. Zeichen einer Mutation. Spart euch das ärztliche Gutachten. Vergebt mir, ich wollte euch nicht kränken. Ich bin Siegfried, ein Ritter vom Orden der Flammenrose. Ich bin Geralt. Ich habe viel Gutes über die Kampfesfertigkeiten von Hexern gehört. Wenn es euch nichts ausmacht, ich habe hier noch was zu tun und möchte es schnell erledigen. Eine Gorgo? Darum bin nämlich ich hier. Reden wir. Ja? Glaubt ihr, ihr könnt die Gorgo töten? Die heilige Flamme leitet mich. Was veranlasst euch, auf der Jagd nach einer Bestie in die Kloaken hinabzusteigen? Sie bedroht Visima. Der Orden kämpft schon seit langer Zeit gegen Bestien. Und zwar recht wirkungsvoll. Wartet. Das ist Hexerarbeit. Ihr Hexer seid Relikte im Aussterben begriffen. Ihr seid keine Konkurrenz. Der Orden verlangt nichts dafür, dass er Menschen beschützt. Dann finanzieren wohl Feen eure Rüstung und Burgen. Ich will mich nicht streiten. Wir sind beide hier. Kein Grund zu warten, bis man an der Reihe ist. Zumal hier auch Ertrunkene lauern. Verbünden wir uns stattdessen. Ich würde gern eure Kampfesfertigkeiten sehen und versichere euch, dass euch mein Schwert zur Verfügung steht. Einverstanden. Gehen wir. Ihr geht voran. Ist da gerade wieder. Da sind wieder welche aufgetaucht. Geralt, was machst du da mit der Fackel? Bist du doof oder was? So, und das hier, meine Freunde. Das ist Siegfried. Ein Ritter des Ehrenwertordens. Wir unterhalten uns später. Die Gorgo ist ein gefährlicher Gegner. Der Flammenrose. So, hier will noch einer aufs Maul.
Und guck mal, wie schnell das mit unserem Silberschwert geht im Vergleich zu dem Stahlschwert, was wir vorher benutzt haben. Ja, das finde ich schon krass. So, da ist das Gorgonest. Das bedeutet, dass wir erstmal in die andere Richtung gehen, solange wir Siegfried dabei haben. Dann kann der uns hier nämlich ein bisschen unterstützen. So, da kann man rasten. Hier ist ein Ort der Macht. Den nutzen wir auch gleich mal. Um unsere Magie wieder ein bisschen aufzupäppeln. So, gehen die Gitterstäbe hier auf. Nein, die sind abgeschlossen. Gut, dann müssen wir da also auf jeden Fall später nochmal hin. Die sind auch abgeschlossen. Na, wunderbar. Dann haben wir ja nicht großartig eine Wahl. Da müssen wir ja zur Gorgo. Noch ein Ort der Macht. Auch den markiere ich mir natürlich auf der Karte, indem ich ihn einmal benutze. Ich weiß nicht, ob das Benutzen wirklich notwendig ist, aber ich mache es zur Vorsicht auf jeden Fall. Schaden kann es ja nicht. Wir haben tatsächlich die Wahl, wir hätten jetzt natürlich auch Nein sagen können und nicht mit Siegfried zusammenarbeiten und ihm damit quasi ein bisschen vor den Kopf stoßen können. Aber warum? Gab es eigentlich keinen Grund für. Und ein bisschen Unterstützung ist nie verkehrt. So, da hinten ist das Gorgonest. Und damit natürlich auch unser Ziel. Ah, natürlich ist da wieder abgeschlossen. Das wäre ja sonst auch zu einfach, nicht wahr? Flammenrose! Okay, der Salto eben, der war nicht wirklich notwendig, oder Geralt? Ein rostiger Schlüssel mit dem Kopf einer Löwenkopfspinne. Und der Brief von Ritter Erik. Erik! Die gefolterten Gotteslästerer gaben uns nur sehr allgemeine Informationen preis. Wir wissen, dass sich die Anhänger der Löwenkopfspinne in einem der Kerker in den Kloaken treffen. Leider konnten wir nicht ermitteln, in welchem genau. Einer der Kultisten hatte einen Schlüssel, den ich beilege. Jede Wette, dass er zur Tür des Versammlungsraumes gehört. Steigt in die Kloaken hinab und versucht, den betreffenden Kerker zu finden. Möge das ewige Feuer euch den Weg im Dunkeln erleuchten. Da hinten ist die Gruft der Kultisten bei der Gorgo. Ich hatte gehofft, dass uns die Schlüssel vielleicht... noch durch andere Türen durchlassen. Dann gucken wir mal, ob wir Siegfried vielleicht noch zu den Kultisten mitnehmen können. Indem wir von hier aus zur Gorgo gehen. Und quasi nicht direkt durch das Nest durch. Tugend und Sieg! Wir unterhalten uns später. Die Gorgo ist ein gefährlicher Gegner. Hinter euch.
Okay. Für die Gläubigen! Oh, es ist sogar eine große Gorgo. Alter, dieses Lehm ist so übermächtig. Ne? Die Gorgo ist tot. Wo war noch gleich der Ausgang? Ich glaube, ich kann nicht denselben Weg zurücknehmen. Kommt, ich führe euch zum Ausgang. Gut. Oh, was haben wir denn hier? Den Malkat Sephira. Eine Sephira, die das Königreich symbolisiert. Und natürlich haben wir wieder eine Trophäe. Die Bestie aus der Kloake ist jetzt die dritte. So ein Sephira haben wir auch schon mal in der Hand gehabt. Na gut, wir gehen erstmal mit Siegfried mit. Und kommen dann gleich wegen der Kultisten nochmal wieder hier. Beeilt euch! Soll er uns wohl den Ausgang erstmal zeigen? Diese Tür führt aus der Kloake hinaus. Hier trennen sich unsere Wege, aber... Still. Ich höre Schritte. Seltsam. Nur wenige würden sich hierher wagen. Es ist der weißhaarige Dreckskerl. Tötet ihn! Den Ritter auch! Die Salamandra sind also noch nicht besiegt. Ihr wagt es, die Salamandra herauszufordern? Was aber eigentlich auch zu erwarten war. Freunde von euch? Kann man so sagen. Die Schurken mit den Salamander-Abzeichen stören mich schon eine ganze Weile. Wer hätte euch wohl in den Kloaken vermutet? Der Hauptmann der Wache, der Irrer aus dem Gefängnis und die Häftlinge. Ich habe mit der Gorgo um meine Freiheit gekämpft. Eine überschaubare Zahl von Verdächtigen. Vermutlich löst ihr dieses Rätsel, wenn ihr den Anführer der Banditen findet. Ich habe einen Freund in Visima, der Detektiv ist. Bittet ihn um Hilfe. Wohin des Weges? Ich habe in meinem Quartier mancherlei zu erledigen. Dann ziehe ich aus, um Bestien zu jagen, da die Welt noch voll von ihnen ist. Das habt ihr gut gemacht, Siegfried. Schön, dass wir uns begegnet sind. Ich muss meine Habseligkeiten abholen. Vergewissert euch, dass alles da ist. Jesro ist für seine langen Finger bekannt. Gehen wir. Hier ist der Schlüssel zum Durchgang in die Stadt. Vor einigen Tagen schloss ich die Tür ab, um die Gorgo einzusperren. Danke. Ich nehme lieber nicht den Weg, den ich gekommen bin. Vielleicht sehen wir uns wieder, falls ihr je die Kloaken besucht. Ich komme öfters her, auf der Suche nach Monstern. Ah, eure heilige Mission, die Menschheit zu beschützen. Euer Sarkasmus ist unnötig. Wir sind auf derselben Seite, Hexer. Das werdet ihr auch noch verstehen. Lebt wohl. Und danke. Falls ihr mich jemals braucht, ich bin im Posten in Visima. Okay. Neue Quest. Verdächtiger Vincent Mais. Ich muss mit Vincent über die Salamandra sprechen. Okay. Wir haben jetzt aber auch den Schlüssel gekriegt, mit dem wir hier die anderen Bereiche der Kanalisation aufschließen können. Und das ist etwas, das ich eigentlich noch schnell machen will. Bevor wir uns unsere Sachen wiederholen. Denn jetzt sind wir sowieso gerade hier unten. Was haben wir denn zu verlieren? Oh. Ghule gibt's hier also auch. Und guckt mal, wie viel einfacher uns das Besiegen dieser Gegner fällt mit einem Silberschwert. Im Vergleich mit dem Stahlschwert, was wir vorher benutzt haben. Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht und da geht es zum Lager der Kultisten. Und ich würde sagen, das sehen wir uns dann mal etwas genauer an. In der nächsten Folge von The Witcher.
Danke fürs Zuschauen und bis dann. So, gibt's neue Formeln? Es gibt tatsächlich neue Formeln. Weißer Honig. Reduziert Toxizität auf 0 und hebt den Effekt aller anderen Tränke auf. Dieser Trank wird aus Komponenten gemacht, die insgesamt aus einem Maß Vitriol, einem Maß Quebrit, einem Maß Rebis und zwei Maß Ether bestehen. Starker Alkohol muss als Grundstoff verwendet werden. Weißer Honig stimuliert in hohem Maße die Produktion reinigender Enzyme in den mutierten Körpern der Hexer. Daher befreit er den Körper von den Effekten der Toxizität, hebt aber gleichzeitig auch die positiven Effekte aller zuvor eingenommenen Tränke auf. Weißer Honig eliminiert nicht die Effekte gewöhnlicher Giftseren und Gifte. Bindekraut. Dieser Trank steigert den Widerstand gegen Säure und auf Säure basierende Gifte. Bindekraut wird durch Mischung von Zutaten hergestellt, die insgesamt aus einem Maß Ether, einem Maß Quebrit und einem Maß Karmin bestehen. Starker Alkohol muss als Grundstoff verwendet werden. Bindekraut wurde speziell für den Kampf gegen Ungeheuer geschaffen, die Säure als Waffe einsetzen. Unter Hexern wird er auch Sumpftrank genannt, da Ungeheuer, die Säure spucken oder deren Blut ätzend ist, meist in Sümpfen anzutreffen sind.